So, hi Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Südpark, der Stab der Wahrheit. Jetzt wieder Frozen. Heute einmal leider, da OBS irgendwie nicht die Tonaufnahme mit aufgenommen hat, eine Nachsynchronisation. Ich muss jetzt noch kurz... Oh, da haben wir ein bisschen was gefunden, okay. Ich muss jetzt kurz mal das Fenster schließen. So, da gehen wir auch schon rauf und was ich noch weiß von der Aufnahme, die Kiste geht auf. Ja, und da haben wir auch schon einen Klosterbruder Handschuh, einen Klosterbruder Robe im Wert von $5, der absolute Wahnsinn. $2,20 haben wir auch nicht gefunden und die Sonnenbrille mit einem runden Rahmen. Dann noch natürlich ein schönes, ein Discounter Energy Drink, weil... Wir wollen ja hier keine Werbung machen mit Red Balls. So, und da geht's auch schon wieder runter. Spezialist runterfindet. Oh, einen Tweak haben wir als Freund gefunden. Da habe ich wohl einfach nur mal das Interface gesucht mit den schönen Facebook-Tweets oder wie es hier ist, keinen Plan. Mr. Brosowski hat auf jeden Fall gesagt, ich habe gerade eine neue prominenten Kundin bekommen. Ich kann dir ihren Namen nicht nennen, aber ich kann dir sagen, dass sie ein 90 Meter großer Roboter-Dino ist. Okay, komm schon, ein Tipp, sagt natürlich Stans Vater. Token hat auch noch geschrieben, ich gehöre zur Klasse der Heiler. Du kannst das nicht einfach zu Schmied ändern. Carmen, du Sack! Müsst ihr nochmal normal schreiben. Carmen schreibt, kämpfe nicht dagegen an, Token. Du bist der geborene Schmied. Ich schaue dich nur an und denke, Schmied. Verstehst du? Keine Ahnung warum. Und Jimbo hat dann noch geschrieben, glaube ja nicht, dass es einfach wird, die Bestien zu finden, von denen ich dir erzählt habe. Naja, der Neue sind wohl wir. Irgendwie im Let's Play habe ich, kommt mir so vor, langsamer gelesen. Da es irgendwie nicht runter geht. Hallo? Hallo? Geht irgendwas weiter? Ah, hier. Ja, und Mr. Robot-Stimme mit seinem coolen Teil. Ah, denk dran, diese Bastarde kommen nur hinter dir her, wenn du ihnen etwas anbietest, dem sie nicht widerstehen können. Und Jimbo sagt dann darauf, ach ja, genau, du musst einen der Gegenstände benutzen, den ich dir gegeben habe, um sie rauszulocken. Und ich habe natürlich keinen Plan, was uns Jimbo gegeben hat, außer eben die Gasmaske, dass wir zu meinem Kriege kommen. Keinen Plan, wie er heißt. Da ist er ja, links unten. Der, keinen Plan. Ja, jetzt suche ich hier gerade ein bisschen Ausrüstung. Die zwei Sachen, die wir vorher gefunden haben. Vorher noch ein bisschen, ob es einen Bart gibt mit der Färbung, habe ich da gerade rausgefunden, dass es ja da auch viele verschiedene Färbemöglichkeiten gibt. Was mich aber im Endeffekt dann nicht interessiert hat, darum bin ich schnell zu den Ausrüstungen weitergegangen. Gleich mal die Klosterbruder Handschuhe, einfach Level Up ist sicher nie schlecht. Und es ist mir auch der schöne Name von einem glassen schwarzen Krieger eingefallen, natürlich heißt er Token. Kann man ja mal vergessen. So, und hier auch noch die Klosterbruder Ruhe natürlich. Sieht extrem scheiße aus, passt überhaupt nicht zu unserer mega tollen Liebeskapuze, aber bessere Stats sind besser als eine schöne Ausrüstung. Da bin ich nochmal zu dem Schrank, zu der Kiste gegangen, damit ich den Machttrank trotzdem nicht bekomme. Hier schnell durch, die wollten uns ja bis jetzt immer einfach nur scheiß Kaffee andrehen. Was ich schon mal spoilern kann, die Aufnahme sind wir eh schon fast bei der Hälfte. Viel Spannendes passiert leider wieder mal nicht. Hier suche ich gerade, oder habe mir gedacht, hinter der
Bank ist ein schönes Gym Pokémon, was ich wieder mal nicht bekommen habe. Falls es eins ist, aber hier Money, Money, Money. Unser schöner alternativer Song zu diesem. Oh, damn it. Immer schön auf Butters rauf. Wieder den falschen Knopf erwischt mit dem. Okay. Er will noch nicht rein, will auch nicht. Ich habe noch versucht, Facebook-Freundschaft geht nicht, will er nicht. Weiter da nach hinten kommt man auch nicht, habe ich herausgefunden. Wieder mal den falschen Knopf gedrückt, genau, jetzt der richtige. Zu den Quests, da habe ich die Quest gesucht und irgendwie haben wir keine aktive Quest. Nur die Nebenquests, die sowieso da sind. Vielleicht sollten wir mal zurück zu Cartman, ob der irgendwas für uns hat in die schöne Bastion, eine schöne Basis, wo wir am Anfang direkt die Hauptquest bekommen haben. Hier die Fähigkeiten auch nicht wirklich was da. Vollständige Quests bringen uns natürlich nicht viel. Das ist mal auf der Map da, das ist nur der Schweinebärmann und oben genauso auf der Map. Genau, Schweinebärmann. Großbelag mit Jimbo haben wir auch noch. Okay, beides da oben. Meines Wissens habe ich da extrem lange danach gesucht, habe ich nicht gefunden, aber lasst euch überraschen, gleich sind wir da. Da gleich noch ein Jimmy. Schnell. Reise. Eine Schnellreiseflagge, da unten steht sie. Auf 9 von 12 haben wir schon auf der Map. Also irgendwie geht das schneller. Wieder mal der falsche Knopf. Irgendwie geht das schneller, wie ich mir gedacht habe. Twig hat gepostet. Verschwörungsartikel. Woher du weißt, dass du verfolgt wirst. Abhörgeräte. Wen kannst du trauen? Sind die Eltern eingeweiht? Das wollte ich gar nicht posten. Wie lösche ich das? Yo, Twig ist so ein geiler Typ, der einfach mal seine eigenen Posts kommentiert. Gibt ja in echt auch so mega super Leute. So. Foto gepostet. Ey, du siehst mega sexy aus. Aber wenn es ihnen gefällt, da suche ich gerade irgendwas zum Runterschießen, irgendwas zum Öffnen. Da gibt es einen guten Preis, da wollte ich nicht mal nachschauen, weil. Ja. Eine kleine Spende wäre super, aber. Direkt was kaufen von ihm? Nee, danke. So, wir suchen es mal. Da gibt es was zum Runterschießen, nämlich. Er klettert auch richtig schnell. Der Neue, der Duschberg. Also wir. Wieder mal der falsche Knopf. Yeah. Da habe ich geschaut, einfach, wo sind wir? Wir sind noch immer in der Kacklagerhalle. Aber zumindest mal drin. Da dachte ich mir, vielleicht finden wir hier etwas. Natürlich ist es. Nichts passiert ist auch immer so eine Aussage. Ein bisschen was erkundet, ein bisschen was gefunden natürlich auch. Aber nicht dahin, wo wir wollten. Das war das Problem. Hier ein schönes Schlüsselbord ohne Schlüssel. Gleich wieder raus, da wollte ich schauen, wie das Geschäft heißt. Self Storage 804 Store It. Ja! Yeah. Gleich die Müllkübel natürlich. Was ist da drin? Yeah. Eine Papprolle. So, hier mal öffnen. Tor geht nicht auf. Hier mal schließen. Tor geht nicht auf. Hier mal öffnen. Vielleicht geht draußen was auf. Vielleicht kann ich was abschießen. Vielleicht die Uhr. Miau. Vielleicht bringt mir das auch was. Jau. Sicher. Die Uhr ist kaputt. Ich habe nichts davon. Aber vielleicht mal schnell raus. Das Tor geht auf. Das zumindest irgendeine Sinn, dass die Erkundungstour hatte. Aber wo jetzt hin? Komisch, wo bin ich? Falscher Knopf! Wieder rauf! Wieder runter! Wieder rüber! Wo ist er? Sperren uns den Weg! Geht nichts! Verpisst euch! Verpisst euch! Verpisst euch! Caution ahead! Caution ahead! Wieder rauf! Mal gucken, wo ist die Map? Wieder down, scheiße. Wieder runter gehen, nein, keine Option. Wieder rauf. Da geht nichts. Mal rüber, da ist ein Weg.
Verschlossen. Nicht rüber. Wieder zurück. Ah, verschlossen. Oh. Offen. Wow. What's up? You have trichomatic chaos. You have trichomatic chaos. And now the Earth shall be destroyed in 10 seconds. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 2, 1. 3. Schneller, schneller. 2. And now all these lights and electrical equipment you see are on and will never be turned off. And plunging draining the Earth's entire power supply and plunging humanity into a deep cold darkness. Humans will be left without lights or heat or computers or power. Humans will be left to fend for themselves against the brutes and the elements. Humanity be down. Alles klar, Professor Chaos. Das Einzige, was mich hier ein bisschen verwirrt, ist, dass ja Professor Chaos Butters ist, der uns hier begleitet. Ui, die Arme raus habe ich leider destroyed und habe dann rausgefunden, dass ich hier durchkomme. Genau, Verwirrung habe ich auch gefunden. Als Facebook-Freund natürlich, Facebook-Freunde brauchen wir immer wieder. Professor Chaos left me here to keep changing the light bulbs until the Earth's energy supply is drained. Professor Chaos left me here to keep changing the light bulbs until the Earth's energy supply is drained. Professor Chaos left me here to keep changing the light bulbs until the Earth's energy supply is drained. Und weiter geht's, der Generator bringt uns nicht wirklich was. Da habe ich auch mal geschaut. Können wir ihn abschalten? Der scheiß Lärm geht mir auf den Sack. Ja, schöne Sachen wieder gefunden. Mr. Ryan Bild und ein Butters Einfältchen-Nase. Tong hat eine neue Nachricht gekriegt und wir uns die noch angesehen haben. Keinen Plan. Noch ein bisschen Geld und eine Rolle Alufolie brauchen wir natürlich immer. Butters müssen wir die Alufolie um den Kopf wickeln, dass er nicht ganz so verwirrt ist. Da geht's auch rein. Da habe ich dann oben links gleich das Gym Pokémon gesehen. Wieder natürlich den falschen Knopf gedrückt. Wie immer. Und zu schnell. Oh, Gym Pokémon! Yeah, noch eins. Ist nie schlecht. Ist ein neuer Freund. Channel Verwirrung. Sind wir reingegangen. Token seine Nachricht haben wir nicht gelesen. Alles klar. Wieder mal nur nachgeguckt, wo wir sind. Wieder einfach noch immer in der Kacklagerhalle. Da oben. Sorry für die Katze. Kann ich nicht so viel, was macht die hier oben? Indigo blaue Farbe haben wir gefunden. Und ein Rotkreuz, keine Ahnung was, weil es zu schnell gegangen ist. Links, rechts kommen wir nirgends runter. Da rechts oben ist wieder so ein geiles Teil, wo ich noch immer vermute, dass wir irgendeine Spezialfähigkeit benötigen, dass wir uns teleportieren, rüberschwingen mit einem Seil, irgendwas können, mit einem Greifhaken oder so. Keine Ahnung, sind überall in der Stadt verteilt, aber und schon allein, weil da unten auf dem Dach noch eine Tasche ist, muss da ja was gehen. Da muss was gehen. Alles klar, Butters. So, geh mal raus. Jetzt steht er da, überlegt, verzögert wahrscheinlich irgendeinen Scheiß. Einfach raus, einfach raus. Ah, ja, super. So, die Bierflaschen. Oder Wodkaflaschen, Whiskyflaschen. Ah, zau da nicht. Ah, ist jetzt gut dafür. Alles klar, mal jetzt da raus, wir wissen immer. Das war eigentlich meine Hauptintention, dass wir hier irgendwas mal mit einer Quest machen. Da haben wir leider nicht weitergefunden. Da sind wir endlich beim Lost vorbeigekommen. Was ich auch nicht gewusst habe, tut mir leid, Leute, dass. Aber, genau. Da haben wir die Kurweide gekommen. Und die Kurweide ist irgendwie strange. Ich habe überlegt, links, rechts, nirgends geht's vorbei. Jetzt haben wir, ja. Geht ja schneller, wie man glauben kann. Links geht's auch nichts vorbei. Die Bimmelglocke hier vorne. Wollte ich auch noch schauen. Ein paar, da stehen wir natürlich wieder im Weg. Geht aber auch nichts, kann man nicht aktivieren irgendwie. Dort habe ich noch gesehen, darf man auf den Change Hut keine Kühe schubsen. Das probieren wir natürlich sofort. Die Kuh mag nicht geschubst werden. Diese hier. Definitiv auch nicht. Und die letzte. Auch nicht. Da oben ist auch
wieder der Weg mit Danger versperrt über die schönen Rattenmäuse, keine Ahnung was. Woanders geht's so leider auch nicht hin. Keine Ahnung, was ich wieder verzöge. Ich verzöge und verzöge, aber es geht eh nichts weiter. Einfach Zeit schinken ein wenig, wo man keinen Plan hat. Da auch nicht über das schöne niedrige Gras. Haben wir natürlich auch geschaut. Das Tor ist nicht offen, wie man gesehen hat. Da haben wir rauf. Jo, hab ich gemeint, geht nicht weiter. Gehen wir wieder mal runter. Probieren wir, dass wir das Holz wegschießen. Geht auch nicht. Spoiler-Alarm. Aber nach rechts geht's. Und das hat nämlich auch sehr viel Sinn. Jetzt stehen wir da super am Dach. Der Bart, das kommt natürlich auch gleich nach und geht uns richtig am Sack. Steht da ein bisschen rum. Ist einfach nur die Aussicht genießen. Ego-Perspektive war vielleicht super. Könnte man ein bisschen die Landschaft anglotzen. Könnte man ein bisschen die Weide anschauen. Aber nein, gleich wieder runter. Geht's nirgends hin. Leider auch in die andere Richtung nicht, wie es aussieht. Und deshalb raus hier. Dann hoffentlich jetzt nicht zurück zur Lagerhalle, keinen Plan gerade. Wer ist denn hier? Ah, ich glaube, da stehen wir jetzt eh da und sagen, danke wieder mal für alles, danke fürs Zuschauen. Wir hoffen, oder ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, lasst uns einen Daumen nach oben und ein Abo da. Hoffentlich freut es euch auf die nächste Folge. Schaut euch alle davor an. Ist echt witzig, das Spiel. Also, South Park Stadt der Wahrheit ist echt ein geiles Spiel. Aber wir sehen uns beim nächsten Mal. Danke und ciao!